Merci, Herr Präsident. Merci, Herr Karlebach, auch hier für seinen guten schriftlichen und mündlichen Rapport. Wenn das Programm von den Piraten kennt, der weiß, wie kritisch das wir gegenüber von der Liberalisierung von der Schiene sind. Mobilität ist für uns ein Grundbedürfnis, gerade deswegen muss Mobilität in einem Land in Kompetenz vom Staat bleiben. Wir sind da ganz nur bei der Chambre des Salariés. Ich habe nur davon geschwärzt, dass Personal beim Verkehrspunkt noch lange Jahre in den Statut von Employé d'État kriegt. Weil der CRWL-Geschichte ein bisschen kompliziert, hängt den an einem speziellen Statut, den nur sich nach an der Zeit, wo ein Funktionär gleichgestellt war, mit wo er von staatlicher Seite verhindert ging, dass der Beamten irgendwann so Funktionärsstatut unzuerkennen, und das fanden wir Piraten nicht gut. Weil es gibt der Sicherheit am öffentlichen Transport zum Beispiel gut stehen, wenn Kontrollen am Zug gäbe, von veredelten Staatsbeamten gemacht gehen, Kontrolle könnten dann am Kader von einem Gesetz gemäht gehen. Wie Tonnen oder verschiedene Beamten Sanktionen am öffentlichen Transport schreiben, wenn die Leute sich nicht drin halten. Dafür ist die Position ganz klar, wir gehen den Aufbau von sozialen Bedingungen von der Schiene, wenn es bedeutet, dass wir aufhängen, die Arbeitskonditionen bei der CRWL schlecht zu machen. Am Gegenteil, wir geben willkommen, wenn CRWL-Employeen endlich aus ihrem Statut könnten rauskommen, für den Passagier hier im Land noch besser können zu dingen, mit dem Ziel ein gratis an moderner Mobilität für jeden. Bei dem Gesetz spielt Liberalisierung von der Schiene allerdings nicht mehr im Hintergrund eine Rolle. Das Gesetz ist nämlich das Resultat davon, dass das Schienennetz endlich europäisch gedauert an Minimumstandards geregelt ging. Für allem, was Sicherheit, Formation vom Personal betrifft. Nehmen so kann auch als CRWL weiterhin ein stärker Garant für den Schutz von seinen Arbeitsplätzen bleiben. Nun ist es vielleicht so guter Moment, für CRWL zum Aushängeschild von der Großregion zu machen. CRWL kann die Vierreiter am Revival von der Schiene gehen, mehr international, Städteverbindungen abbauen, mehr Strecken an der Großregion, ja, nützt sich abfeiern und so gut Schiene touristisch entwickeln. Wie gesagt, wir sind froh, wenn die EU-Regeln absetzt, die zur Harmonisierung von den Regeln zwischen den EU-Staaten beitragen. Aus dem Grund werden wir auch heute diesem Projekt mit Ja stimmen. Merci. Merci vielmals, Herr Görschen. Die Regierung wird den Herrn Mobilitätsminister François Bausch.